So, da wären wir wieder. Und mir ist gerade aufgefallen, unser erster Mann leidet an Durst. Irgendwie auch wesentlich mehr als alle anderen. Obwohl er ist auch ganz schön niedrig. Ja, das könnte echt ein Problem werden, denn unsere Wasserschläuche sind alle und wir haben kein Wasser in Flaschen mitgenommen. Aber gut, wir wollten jetzt kurz gucken, ob die goldene Tür aufgegangen ist, durch den Schalter da ganz hinten. Und anscheinend ist sie aufgegangen, sonst würde der Typ nicht auf uns zu rennen. O-N-E. Ich hoffe einfach mal, dass wir ihn mit Feuerbällen niederstrecken können. N-E. N-E. Also sie fliegen schon mal nicht durch. Aber er scheint tierisch viel auszuhalten. Vielleicht ein bisschen Nahkampfschaden? Komm mal her. Okay, nicht ganz so nah. Oh, es dauert immer ewig, bis wir wieder angreifen können. Also wenn sie gezaubert haben. 12 Schaden, das ist nicht viel. Gar kein Schaden. Boah. Oh, vielleicht müssen wir von hinten angreifen. Ach, da wäre gerade der Rücken gewesen. Okay, Feuerbälle scheinen doch weiter das Mittel der Wahl zu sein. Auch wenn man keinen sichtbaren Schaden sieht. Oder auch nicht. Was machen wir da? Wir haben jetzt schon richtig viel Mana in Form von Feuerbällen darauf geballert. Vielleicht Dispel? Ist er ein Geist? Also in der Rüstung war nichts drin. Das heißt, es ist anzunehmen, dass er irgendwie eine Form von Geist ist. Anti-Geist, kein Mana. Anti, kein Mana. Ah, ich drücke immer wieder Licht. Oh, wir sollten uns nicht in der Ecke Baldowern lassen. Wir könnten ihn einfach ignorieren, aber vielleicht hat er irgendwas Wichtiges dabei. Bomben. Wir könnten mal ein paar Bomben benutzen. Wusch. Wusch. Das kratzt ihn wahrscheinlich gar nicht. Gift. Er hat keinen Körper, also wird Gift ihm nichts verursachen. Noch eine Bombe. Blitz. Oh, stimmt. Er hat eine Rüstung an, weil er macht Blitz mehr Schaden bei dem. So, so, so. So, 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 so. Oh, der ist einfach unsterblich. Ich meine, er ist langsam genug. Vielleicht kann man ihn einfach ignorieren. Wir haben noch das Feuerballschwert. Und die Armbrust. Die können wir erstmal leer ballern. Ting. Ja, wir schießen jetzt mit einer Armbrust auf einen Plattenpanzer. Was eigentlich Sinn macht, denn dafür wurden die auch mitentwickelt. Wegen der höheren Durchschlagskraft. Aber da wir schießen ja mit normalen Pfeilen. Das ist schon komisch. Egal, das waren alle Pfeile. Jetzt kommen. Das Schwert dran. Oh, nicht da rein. Nicht Job. Dann haben wir noch irgendwas? Magisches oder so? Nö. Wir könnten hier in die Fallgruben locken, aber ich weiß nicht, ob dann die Gegner auch dadurch sterben. Kannst du nicht einfach tot umfallen? Okay, komm, wir prügeln mal ein bisschen. Wenig Schaden kriegt er ja dadurch. Und dich frieren wir mal ein. 26. Ah, endlich kaputt. Und dafür gab es einen ganzen Plattenpanzer. Das ist schon mal nett. Cosmog. Hat er schon? Er auch. Und die brauchen die wahrscheinlich gar nicht. So, Hosen können. Weg. Beinpanzer. Die kann er haben. Die können weg. Schwert kann auch weg. Brustpanzer kriegt Z. Das kriegt er. Und die beiden haben schon. So. Und er hatte nichts Wichtiges dabei. Das heißt, eigentlich haben wir jetzt nur Mana und Ressourcen verschwendet. Das heißt, die Bomben und die Feuerballladung hier im Schwert und die Dispelladung in den Stäben und. Ja, aber gut, kann man vorher nicht wissen.
Soll es halt so sein. Und wir könnten später die Bomben auch neu herstellen. Denn wir haben ziemlich viele Flaschen inzwischen. So überladen sind wir alle auch. Durstig auch. Kann man nichts dran ändern. Wir schnappen uns jetzt mal schnell den Schlüssel, den wir gesehen haben. Oh, wir sind ganz falsch. Auf der anderen Seite war der Raum mit der goldenen Tür. Hier irgendwo. Goldene Tür. Müsste hier rechts sein, ja. Und ein Topaz ist es und kein Amethyst. Das wird dann der blaue sein. Sperren wir uns hier nochmal kurz ein, schlafen ein bisschen. Auch wenn der Schlaf jetzt wahrscheinlich nicht mehr so gut laufen wird, wenn sie alle anfangen durstig zu werden. Ich weiß nicht, wie das war. Entweder regenerierte man dann langsamer oder man stirbt langsam und kriegt Schaden, sobald die Anzeige rot wird. Das werden wir dann gucken müssen. So, jetzt wieder in den Raum mit den Falltüren, genau hier. Gehen wir durch und suchen den blauen Schlüssel. Da. Klick. Ah, nicht schon wieder. Du wirst jetzt getrost ignoriert. Oder auch nicht, denn hier in dem Raum ist nichts. Das heißt, um weiterzukommen, werden wir einen Gegenstand brauchen, den er dabei hat. Also nochmal das Ganze. Wir haben ihn vorhin umgebracht durch. War das das Schwert? Also einfach Nahkampfangriff. Aber das kann nur der letzte Tropfen gewesen sein. Na gut, probieren wir es mit den Waffen. Da sehen wir wenigstens Schaden im Gegensatz zu den Feuerbällen. Haben wir noch was zum Werfen? Ja, die Pfeile wieder. Die ganzen Wurfwaffen hat er nicht mehr. Falsche Seite. Und einen von den guten Heiltränken. So. Gibt wenigstens schöne Kriegerlevel. Ihr beiden wechselt mal kurz. Werfen. Krass. Okay. Also laut Anzeige bekommt er nicht viel Schaden durch die Waffen, aber er bekommt wenigstens Schaden. Anscheinend haben alle Feuerbälle, Blitzsträhle und was weiß ich, wir gegen ihn geschossen haben, haben gar keinen Schaden verursacht. Und da ist der Schlüssel. Das kommt mit. Ja, ich wusste, dass er was dabei hat, weil sonst würde es nicht Sinn machen, hier ein Schloss vorzupacken. Dum, dum, dum. Zack. So, wo war der Grüne? Der war ganz am Ende. Gegenüber von dem Knopf, wo wir nicht wissen, was er gemacht hat. Also, immer noch nicht wissen, was er gemacht hat. Hier nämlich. Schauen wir mal, was hier ist. Einfach so ein Schlüssel. Sieht mir irgendwie gefährlich aus. Aber gut, ich nehme den Schlüssel und weiche nach links aus. Und es ist sogar ein Ra-Schlüssel. Schöne Sache. Oh, und da haben wir noch einen Eisenschlüssel. Wir haben langsam richtig viele Schlüssel. Vier Stück. Nur nicht die richtigen Schlösser dafür. Also Ra-Schlösser wissen wir, wo die sind. Die sind 4 oder 5 Etagen über uns. Aber das andere? So, was machst du? Klick. Wieder irgendwas, was wir nicht sehen. Also wir sind jetzt rechts abgebogen, links ging es auch noch weiter. Und das führt zu derselben Stelle. Also wir haben jetzt immer noch eine Entscheidungsmöglichkeit, weiter hinten links rumzugehen. Und hier wird es langsam echt ab. Oh, ich habe schon wieder diese Stampfen gehört von dem Krieger. Aber ja, hier sind überall Abzweigungen, das ist echt nervig. Frisches Essen, okay. Ich hätte mal vorher die Fußstapfen auf dem Boden zaubern sollen, bevor wir hier reingegangen sind.
Hier waren wir noch nicht. Okay, Sackgasse. Aber das können wir jetzt ja kurz machen. Wir nehmen die vorletzte Stufe und meine Liste sagt, Fußstapfen sind Viereck, Yin-Yang, Schale. Viereck, Yin-Yang, Schale. So. Gut. Wird zwar nicht sehr lange halten, aber wenigstens sehen wir schon mal ansatzweise, wo wir schon mal waren und wo nicht. Hier kommen wir, glaube ich, her. Ja, hier war das, wo es egal ist, wo wir lang gehen. Denn wir kommen wieder auf demselben Gang zurück. So, das heißt, hier kommen wir her. Hier war der grüne Knopf. Richtig, gut. Also, Fußstapfen zurückfolgen und da lang gehen, wo wir noch nicht waren. Also, wo keine Fußstapfen sind. Hier nämlich links rum. Nochmal links und eine Tür. Mit einem großen gelben Ding drin. Das nichts Besonderes macht anscheinend. Und Tiere schnell stirbt. Ja. Na gut. Eben das seine. Aber es ist komisch, dass hier auch so ein einfacher Gegner unten ist. Wenn man das mit diesen komischen Laternen vergleicht und den Kriegerrittern und was weiß ich. Aber na gut. So, ist hier noch irgendwo irgendwas? Noch ein Knopf, der irgendwas macht, was man nicht sehen kann. Ja, wenigstens sieht man bei den Knöpfen, dass man sie schon mal gedrückt hat. Es gibt ja auch Knöpfe, da sieht man das nicht. Und dann weiß man halt nicht, in welchem Zustand der Knopf gerade ist. Also ob man ihn schon mal gedrückt hat oder nicht. Das ist dann richtig nervig. So, hier waren wir schon mal und wir haben keine Fußstapfen mehr, die lang genug sind. Also wir produzieren zwar immer noch Fußstapfen, aber wir sind jetzt schon so viel rumgelaufen, dass unsere ersten Fußstapfen schon wieder weg sind. Was das Ganze ziemlich sinnlos macht, aber na gut. Oh, was haben wir denn hier? Noch ein Morgenstern? Nö, brauchen wir nicht. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass die Diamantschneide besser ist als ein Morgenstern. Hört sich auf jeden Fall gefährlich an. So, eine kleine Einbuchtung, nichts drin und noch ein Krieger. Na komm her, dich prügeln wir nieder und danach machen wir einen Cut. Na komm. Ach, ich glaube, ich laufe einfach nicht weg. Ich bleib stehen, fress den Schaden und trinke dafür lieber ein, zwei Heiltränke. Gib wenigstens noch ein, zwei Kriegerlevel. 9 Punkte, das ist echt nicht viel. 17, 18, wenn man bedenkt, dass er uns so 48 bis 60 Schaden macht mit einem Schlag. Oh, und wir können an ihm vorbei den anderen Schuh bringen. Achso, er steht falsch. Dumm-di-dumm. Oh, und er sollte ganz schnell was trinken. Und essen. So, weiter Feuerball, der da hinten soll sterben. Vorhin ist er irgendwie schneller gestorben, aber das waren wir auch im Nahkampf. Irgendwie scheinen die Gegner auf dieser Ebene entweder durch Geisterzauber zu sterben oder durch Nahkampfschaden. Zack, zack, zack. Ja, Ninja Level für Gosmog. Sehr schön. Zack. Habt ihr einen Schlüssel dabei? Nee. Und hier ist nur eine Einbuchtung mit nichts drin. Na gut, dann gucken wir mal nach Wunden. Keine Wunden, dafür Durst. Ja, das wissen wir schon. Essen ist auch nicht gerade sehr viel da. Er hat sogar Hunger. Er auch. Ja, doch, die Ressourcen werden langsam knapp. Also Essen nicht unbedingt. Wir haben hier noch, glaube ich, 2 Kisten voll. Aber trinken halt, ne? Na gut, speichern wir ab. Machen wir einen Cut. In der nächsten Folge suchen wir weiter nach einem... Ah, schon wieder falsch abgespeichert. In der nächsten Folge suchen wir dann weiter nach... was auch immer wir hier unten finden müssen. Und trinken. Also bis gleich.